Was ist lang, vibriert und bringt jede Frau in Fortnite zum Schreien? Eine Minigun. Ja Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Video. Eigentlich ist es gar nicht so schön, weil Lukas wieder mit dabei ist. Ha, der wird irgendwie alt. Im Gegensatz zu Lukas Mutter, die ist ganz schön alt und hässlich. Leute, wir haben heute Denergy mit dabei. Der Denergy, man könnte schon sagen, dass du ein Fortnite-Profi bist. Also du hast zumindest einen Song drüber gemacht, 10 Millionen Views gemacht. Eigentlich hast du das Spiel vorher nie gespielt, aber du wolltest einfach die Views, oder? Genau. Ich habe, glaube ich, am meisten Cash aus Deutschland mit Fortnite gemacht. Das glaube ich nicht. Ich glaube, Standard-Skill ist dir weit voraus. Leute, ich würde sagen, wir fangen direkt mal an, denn wir haben uns heute Fortnite-Witze rausgesucht. Ja, es gibt nämlich eine Seite mit ganzen 12 Witzen und die tragen wir jetzt einfach ohne jeglichen Aufwand vor, ja? Du siehst, Daniel, man muss nicht viel Arbeit in ein Video stecken, damit es viel Geld abwirft, ne? Nur mal so viel dazu. Lukas, ganz kurz, was macht eine Kassiererin in Fortnite? Ja, sie kassiert. Witz schon verkackt. Nächster Witz direkt. Lukas, du bist dran. Ich will nur kurz anmerken, die sind überscheiße. Also ich weiß ja nicht, wer die hier geschrieben hat. Okay. Wenn deine Mutter in Fortnite spielt, sagt sie, oh shit, lass mich leben, XD. Gut. Ey, ich hab auch einen, warte. Okay. Die einzigsten Bugs in Fortnite sind V-Bugs. Oh, shit, Lukas. Deine Mutter ist der fette Metroid, der in Dusty Devo eingeschlagen ist. Das ist halt wahr. Deine Mutter ist so fett, sie ist in Fortnite der Battlebus. Deine Mutter ist so fett, dass sie in Fortnite direkt als Squad gezählt wird. Deine Mutter ist so fett, wenn sie in den Loot Lake springt, regnet es in Mosty Meyer. Oh, damn, bro. Oh. Deine Wie nennt man einen Trump, deine wenn Mutter. Er in Fortnite ist? Deine Mutter. Was? Trump. Was? Alter, mach bitte weiter. Deine Mutter ist so dumm, sie geht zu Lidl, klaut den Einkaufswagen, denkt, sie wäre in Fortnite. Direkt am Lidl. Ey, Lukas, deine Mutter wird in Fortnite als Squad gezählt, Digga. Das hatten wir gerade. Das hab ich gerade gesagt. Nein, hast du nicht. Okay. Hey. Warum Was ist das hier so unbeliebt? Weil deine Mutter da wohnt. Deine Mutter ist so arm, sie kann sich nicht mal Fortnite Battle Royale leisten. Wow, voll traurig, Digga. Ja, es tut echt ein Like, ein Prayer. Okay, Lukas, du bist dran. Ey. Deine Mutter ist so dumm, sie ist immer die Erste, die in Fortnite stirbt. XD. Okay, deine Mutter spielt in Fortnite Minigun, Digga. Junge, ja und? Die Minigun ist ja nicht schlecht. Hä, macht ja gar keinen Sinn. Oh Mann. Digga, Lukas, ganz kurz. Wieso wird das Salvensturmgewehr aus Fortnite auch Telekom genannt? Keine Ahnung. It's connected. Shit, babababa. Oh shit. Deine Mutter, ne, die Insel ist gar keine Insel, sondern deine Mutter, weil die Winterschläf hält. Was? Alter, du bist auf der gleichen Seite. Ich hab keinen Bock mehr auf die Witze, Digga. Okay, aber Lukas, deine Mutter stinkt so sehr, dass die Idee der Stinkbombe von deiner Mutter kam. Weil sie jetzt so sehr stinkt. Was ist feucht? Was ist. Warte, hier ist ein Witz. Was ist feucht? Was ist feucht? Circa 7 cm lang und wird in Öffnung geschoben. Richtig, Mickys Finger. Ich schreibe jetzt da drunter einen Kommentar. Ich nenne mich Digga. Deine Mutter. Lösch das Internet bei dir, du Bastard. So, damit wir das schon mal geklärt haben. Perfekt. Lukas. Ja? Deine Mutter ist. Ey, Digga, deine die Mutter. Witze sind so wack. Die Witze sind so wack. Ja, oh ja gut. Vielleicht. Ja, Leute, das war's von den Fortnite-Witzen. Ich würde sagen, jetzt machen wir einfach weiter mit deine Mutter-Witzen oder einfach anderen Witzen. Lukas, deine Mutter lacht die hässliche Frau im Spiegel aus. Das ist halt wirklich so. Ja. Oh. Chuck Schatz, Norris. Schaust du bitte mal nach hinten. Deine Mutter ist so dumm, sie schafft sogar einen fetten Sieg. Was? Ja. Dieser Moment, weißt du, ich bin gerade extra aufgestanden für dieses Video. Ich hätte einfach weiter geschlafen, Junge. Ja, Mann, ich auch. Oh, Jungs, das ist Quality-Content. Okay, alles klar. Was ist der gefährlichste Tag für ein U-Boot? Tag der offenen Tür. Fick deine Mutter, Alter. Schatz, schaust du mal bitte hinten in mein T-Shirt und sagst mir die Größe? W. Was? Ich verstehe. Oh mein Gott, ich dachte, du drehst gerade wirklich deine Junge, Freundin, Alter. Digga. Warum nicht? Los, Pikachu, Donnerblitz! Hey, bist du dumm? Hast du gerade meinen Hamster in die Steckdose geschmissen? Oh shit, Junge. Deine Mutter ist so hässlich, sogar ein Happy Meal wird traurig. Womit backen die Schlümpfe? Mit Gargamel. Aber noch kurze Frage: Alle Spieler in einer Fortnite-Runde sterben auf einmal. Was ist passiert? Chuck Norris. Okay. Was hat einer, der ständig im Dreieck läuft? Kreislaufprobleme. Mein Gott. Ich check den jetzt erst. Okay, scheiße. Deine Mutter arbeitet im Gefängnis als Bestrafung, Digga. Deine Mutter schaut sie in den Spiegel und schreit zu ihrem Mann, bring den fetten Penner hier raus.
Wie schwer darf ein Furz sein? Ja, maximal 0 Gramm, sonst ist halt Schatte, ne? Oh. Deine Mutter ist so fett, sogar Wale mobben sie. Alter, belasten. Deine Mutter ist so dumm, sie verkauft Stöcke im Wald, Digga. Was Junge, hat dieser der, Witz älter als alles, was ich kenne. Was hat der Mars mit dem Berliner Flughafen und Haunted Hills gemeinsam? Richtig, in 30 Jahren sollen da irgendwann mal Menschen landen. Weil keiner nach Haunted Hills geht. Aber halt und zum Berliner so. Flughafen. Okay, ja. Deine Mutter ist so fett, dass wenn sie mit dem Bauch auf dem Boden liegt, bekommt sie Höhenangst. Was steht auf dem Grabstein des Battlebus-Fahrers? Der Bus ist abgefahren. Macht gar keinen Sinn, aber okay. Alter. Was ist lang, vibriert und bringt jede Frau in Fortnite zum Schreien? Eine Minigun. Oh mein Gott. Deine Mutter ist so fett, wenn sie nachts nach Hause kommt, reagieren alle Bewegungsmelder gleichzeitig. Im Nachbardorf. Was? Was? Heute um 16 Uhr übernahm Chuck Norris das Traineramt bei HSV. Gegen 19 Uhr war... Kannst du ein bisschen motivierter mit dem vorlesen Down-Syndrom, Alter? Kannst du mal mich ausreden? Gegen 19 Uhr war es bereits dreimal deutscher Meister, einmal Champions League-Sieger. Ja, ich hab nicht verstanden. Was waren Kevins härteste 10 Jahre? Die Grundschule. Boah, Junge. Deine Mutter ist so fett, als ich falsch im Springen war, starben Dinosaurier aus. Macht ein sehr berühmter Fußballspieler tritt Schiedsrichter vors Schienbein. Klopft vom Trainer der Frau dem Popo und zeigt dem Fans den nackten Arsch. Junge, nächstes Mal fragen wir meinen Staubsauger, der bei der Folge dabei ist. Was ist denn mit ihm, Alter? Digga. Ich hab letztens eine Fabrik in China aufgemacht, aber der Slogan ohne Fleiß, kein Reis kam halt nicht so gut, ne? Okay, meine Oma ist jetzt Türsteher, wir nennen sie jetzt Hildegard. Also Guard, verstehst du? Ja, der war ein Trotz von Scheiße. Wie entsteht eine Wüstenmap? Deine Mutter hat gefurzt. Wie entstand die Wüstenmap? Sorry. Daniel, vielleicht einfach für den Rest der Zeit einfach. Das meine Oma ist jetzt beim FBI, deshalb nennen wir sie jetzt Top Secret. Top Secret, Alter. Oh mein Gott, Junge. Leg mich doch am Arsch, Alter. So. Okay, wer ist der Gott der Vegetarier? Ganz klar, der Kräuterbuddha. Okay. Deine Mutter ist so arm, sie kann sich nicht mal Fortnite leisten. Das hatten wir eben schon. Junge, Daniel ist wie ein Brain. Hauptsache, der redet irgendwas, das war's. Daniel, hast du Drogen genommen, Alter? Ich weiß ja nicht. Warum sagt es nochmal jeder? Nein. Was macht ein Typ mit C4 im Sommer? In Fortnite den Rasen sprengen. Alter, der war so scheiße. Echt work, Mann. Okay. Ja, kommt jetzt noch irgendwas? Oder deine Zähne sind wie Gelsenkirchen und Duisburg. Hä? Ja, da ist halt noch Essen dazwischen. Keine Witze. Ich finde ganz so keine Witze. Deine Mutter frisst Futter. Ich glaube, wir sollten aufhören. Digga, ich stehe auf einer Seite, wo... Ja, Leute, dann sind wir heute leider nicht auf 10 Minuten gekommen. Schade, das ist wirklich schade. Ich glaube, es ist aber auch schon an der Zeit, das Video hier zu beenden. Schaut auf jeden Fall nicht bei Denergy vorbei. Fragt die Lehrerin Denergy, was denn die Hälfte von 6? Denergy sagt 5:30. Damit bin ich dann auch schon raus. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schade, dass diese Episode nur 3 Minuten gedauert hat. Ich habe auch noch einen Witz. Darf ich noch einen Witz machen? Ja, bitte. Okay, warte. Treffen sich 2 Piloten, 130 tot. User was moved out. Leute, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Auf Wiedersehen, bis demnächst. Und schaut definitiv nicht bei Y vorbei. Auf Wiedersehen, tschüss. Ja.